Schau, die Libellen sind da. Ich könnte stundenlang zusehen, wie sie über die Wasseroberfläche tanzen. Eine schillernder als die andere. Was ein Glück, dass sie sich genau hier die Erftaue als Lebensraum ausgesucht haben. Ja, und das ist auch absolut kein Zufall. Kannst du dir vorstellen, wie wichtig dieser Lebensraum für die Libellen ist? Ach, wirklich? Oh ja, wie für ganz viele Insekten. Und ich glaube, wir haben Glück. Da sind Marion und Daniel. Sie arbeiten an der Gymnicher Mühle. Und so wie ich das sehe, interessieren sie sich heute genauso für die Libellen wie du. Und die hoffen sie im Wasser zu finden? Ja, sicher. Also nicht die Libellen selber. Vielleicht schauen wir den beiden einfach mal zu. Das scheint gar nicht so einfach zu sein. Tatsächlich, denn viele Tiere in der Erft sind so klein, dass man sie gerade so erkennen kann. Man nennt sie auch Makrozoobentos. Und meist verstecken sie sich gut. Und das ist hier im Fluss besonders leicht. Bei den vielen Kurven, die der Fluss hier nimmt, gibt es bestimmt unzählige Möglichkeiten, sich zu verstecken. Mit Sicherheit. Kleine Äste und Wurzeln, welche vom Ufer ins Wasser ragen, sowie Steine, Sand und Kies im Flussbett. Ach, und hier gibt es solche merkwürdigen Wesen? Ja genau, das sind Libellen. Aber die sehen schon anders aus als die, die durch die Luft fliegen. Das sind ja auch nur die Larven, also die Kinder der Libellen, die im Wasser aus ihren Eiern schlüpfen. Wenn die Zeit für sie gekommen ist, krabbeln sie dann an Land, wo sie sich ein bisschen wie eine Schlange häuten und dann übers Wasser tanzen, so bunt und schillernd und ausgelassen wie ihre Eltern, die du heute Morgen beobachtet hast. Ist ja irre. Du sagst es. Und nicht nur die Libellenlarven haben hier im Wasser ihr Zuhause gefunden. Da gibt es kleine Bachflohkrebse, deren Verwandte man auch ganz weit entfernt im Meer findet. Es gibt Köcherfliegen und Eintagsfliegenlarven und kleine Wasserskorpione. Und die findet man hier überall? Das ist ganz unterschiedlich. Neben den vielen Kurven sind es zum Beispiel auch die Fließgeschwindigkeit, die Strömung und die Wassertemperatur, die ganz entscheidend für den Lebensraum dieser kleinen Lebewesen sind. Und je mehr unterschiedliche Zonen es in einem Fluss gibt, desto mehr verschiedene Lebewesen findet man sicher. Ganz genau. Schau mal, Daniel ist mittlerweile zurück am Naturparkzentrum Gymnicher Mühle. Da gibt es im Wasserlabor ganz viele Becherlupen und Mikroskope, wo er die kleinen Tiere noch genauer betrachten kann. Warum tut er das? Die vielen kleinen Tiere können Hinweise auf die Wasserqualität geben. In einem renaturierten Flussabschnitt findet man zum Beispiel viel mehr unterschiedliche Tiere als dort, wo der Fluss ganz gerade ist und wo das Wasser schnell fließt. Gerade die Köcherfliegenlarve braucht ganz sauberes Wasser. Und das kann man zum Beispiel in renaturierten Abschnitten der Erft finden. Ich glaube, wenn ich eine Libelle wäre, würde ich mich hier auch ganz besonders wohlfühlen. Komm, wir gehen noch ein bisschen zuschauen. Na, bist du neugierig geworden und möchtest auch mal die vielen Erftbewohner unter die Lupe nehmen? Dann besuche uns am Naturparkzentrum Gymnicher Mühle. Mach mit! Werde Erftforscher.